Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Heute kehren wir in meine Jugend zurück, denn heute machen wir etwas, was ich immer mal zwischendurch gegessen habe. Und ich habe mir gedacht, das geht bestimmt auch auf dem Grill, das machen wir auf dem Grill. Dementsprechend, wenn euch interessiert, was wir daraus machen, dann bleibt da am besten dran. Wie ich gerade angekündigt habe, gibt es heute ein Rezept aus meiner frühen Jugend bzw. aus meiner jungen Erwachsenenzeit. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Erdnussbutter. In allen Variationen. Ja, Erdnussbutter morgens auf den Toast, klassisch wie die Amerikaner, mit Erdbeermarmelade oder Blaubeermarmelade oder was auch immer obendrauf. Finde ich total großartig. Und das war auch damals schon so. Ich meine, man sieht es mir nicht an, aber ich habe schon immer gerne Erdnussbutter gegessen. Und dann habe ich mir damals so in meiner kleinen Küche gesessen und habe mir überlegt, Mensch, was kannst du daraus machen? Und dabei ist dieses Rezept entstanden. Die Beilage dazu, die ist nicht von damals, aber ich habe mir gedacht, das passt ganz gut und da kriegen wir einen schönen Hauptgang raus. Und wir legen los, und zwar mit der Hähnchenbrust. Die Hähnchenbrust habe ich jetzt gewürzt mit Mojito Sweet von Nord-Nord-Pot. Ihr könnt aber jegliches andere Hähnchengewürz nehmen oder so wie ich damals, Pfeffer und Salz, vielleicht für eine gewisse Schärfe, ein paar Chiliflocken. Dann schmeckt das auch total gut und ist natürlich lecker. Jetzt wird die Hähnchenbrust bei direkter starker Hitze, das bedeutet beim Holzkohlegrill, dort wo eure Kohle liegt, beziehungsweise beim Gasgrill, dort wo euer Brenner an ist, angegrillt und dann vom Grill runtergenommen. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr euch natürlich noch um das Topping kümmern und dafür nehmen wir als erstes einen ordentlichen Schlag Erdnussbutter, geben den in eine Schüssel und schneiden ein wenig Knoblauch. Ich habe jetzt 3 Zehen geschnitten. Ihr schneidet auch 3, wenn ihr die Beilage dazu haben wollt und nehmt die Hälfte davon und gebt sie zu eurer Erdnussbutter. Jetzt ein ordentlicher Schluck Sojasauce und ein kleiner Schuss Milch. Ihr verrührt das Ganze und wenn ihr dann merkt, okay, das ist noch sehr trocken, dann nehmt ihr, wenn es noch nicht zu salzig ist, etwas Sojasauce. Wenn es salzig genug ist, nehmt ihr lieber Milch. Andersrum, wenn es ein bisschen zu flüssig ist, nehmt ihr halt ein bisschen mehr Erdnussbutter. Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Die Hähnchenbrüste, die legen wir in eine Auflaufform und bestreichen das Ganze dann mit unserem Topping. Und im Anschluss geben wir ordentlich Feta oben drauf. Jetzt wird das Ganze indirekt auf den Grill gestellt bei 180 Grad. Nun haben wir ja Zeit und können uns um die Beilage kümmern. Und den Knoblauch haben wir schon geschnitten. Wir müssen aber noch ein paar Schalotten schneiden. Und danach nehmt ihr einfach ein wenig Butter, gebt die in einen Topf und zerlasst die. Jetzt gebt ihr die Zwiebeln bzw. Schalotten und den Knoblauch dazu und dünstet das Ganze glasig an. Danach ein Risotto eurer Wahl, 250 Gramm, mit in den Topf und diesen auch ein bisschen mit andünsten, bis er glasig wird. In der Zwischenzeit einen Topf mit auf den Grill stellen, wenn der eh an ist. Da habe ich 500 Milliliter Gemüsebrühe drin, die habe ich selber gekocht. Und die stellt ihr mit auf den Grill, dass die schön heiß wird. Und jetzt müsst ihr immer wieder rühren und den Risotto-Reis mit etwas Brühe begießen. Wenn euer Risotto-Reis dann fast fertig ist, dann nehmt ihr eine Mango, schält diese, schneidet sie in kleine Würfel und püriert sie einfach mit einem Pürierstab durch. Die Mango kommt dann mit zu unserem Risotto und zum Schluss ein wenig Käse. Da könnt ihr ruhig einen richtig kräftigen Käse nehmen. Ich habe jetzt so einen regionalen Käse genommen, nennt sich Klutert-Käse, wird in der Klutert-Höhle gereift und riecht, ja, wie Omas Käsefuß. Aber den dann klein schneiden, mit zum Risotto packen, einmal durchrühren und fertig. Zum Anrichten nehmt ihr einen tiefen Teller, gebt dort das Risotto drauf, nehmt eine Hähnchenbrust, schneidet diese in der Mitte auf, legt sie einfach oben drauf und fertig ist der ganze Zauber. Kommen wir zum Fazit. Und ich kann euch versprechen, für mich zumindest wurden da Jugenderinnerungen wach. Ich kann euch auch erklären, wie dieses Rezept entstanden ist. Also ich weiß auch nicht, ob es das Rezept in der Form irgendwo noch mal gibt. Aber das war folgendermaßen. Ich saß bei mir in der Küche und habe mich umgeguckt und hatte gemerkt, so, okay, du hast noch Hähnchen, du hast wie immer Erdnussbutter. Ja, Sojasauce hat man sowieso immer im Schrank. Ja, und die obligatorische Milch fürs Frühstücksmüsli auch. Ja, und dann hatte ich halt noch Feta. Ja, ich hatte aber einen funktionierenden Herd und einen funktionierenden Backofen. Also habe ich dann halt wirklich das Hähnchen einfach genommen und habe es so zubereitet wie jetzt auch. Und schlussendlich festgestellt, das schmeckt total geil. Ja, das mache ich heute halt auch wirklich noch so. Nicht nur auf dem Grill, sondern halt eben auch auf dem Herd. Da könnt ihr auch Pommes zu machen oder Spätzle oder also mit so einer Rahmsoße. Da
können da übrigens auch ruhig die fertige für nehmen. Den Tipp habt ihr aber nicht von mir. Ja, das ist wirklich so eine Jugendnummer. Und ich finde das total cool. Wenn man Erdnüsse mag, wird man dieses Rezept lieben. Und ja, das Risotto auch klasse. Ich habe zwar den kräftigen Käse da drin, aber eben halt auch die Mango. Und wo wir gerade so bei Jugenderinnerungen sind, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so in eurer ersten eigenen oder gemeinsamen Wohnung so gekocht habt, was ihr da immer wieder gekocht habt und was ihr vielleicht auch heute kocht. Das hat für mich nämlich zwei Vorteile. A, kriege ich ein paar Ideen und B, weiß ich, ob ihr das Video bis zum Ende geguckt habt. Wenn ihr gerade sowieso in der Kommentarspalte unterwegs seid, dann schaut doch einfach auch mal unten und lasst mir vielleicht einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das getan habt und noch nicht abonniert habt, dann klickt bitte auf Abonnieren, denn hier gibt es neben Jugendsünden auch das ein oder andere Rezept. In der Infobox findet ihr viele weitere Infos, einfach mal durchschauen. Und ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, einen schönen Nachmittag, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis zum Schluss da geblieben seid. Und ja, habt einfach eine gute Zeit, macht es gut, tschüss.